Ja, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption 2. Es geht weiter mit unserem Freund Arthur. Ja, wo geht es hin? Wo führt uns die nächste Reise hin? Auf jeden Fall erstmal zum... Ja, ist ja gut. Unserem anderen Freund, der fliegende Adler. Das ist die nächste Reise. Also es sind auf jeden Fall, egal wie, es sind auf jeden Fall ein ordentliches Stück gerade noch. Ja, ich weiß, wir nehmen anscheinend eine fremde Person. Wir wollen aber jetzt gerade noch nicht. Also wir haben jetzt gesagt, dass wir... Warte mal, oder? Haben wir die Mission ausgewählt? Ich habe mir die Mission ja schon markiert, wo es hingeht. Definitiv. Gut, das machen wir dann später hier oben mit dem Captain Monroe. Aber wie gesagt, erstmal fliegender Adler. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr Bock drauf gerade. Wie gesagt, ich weiß doch nicht, was mich da erwartet. Nochmals Information, ich spiele dieses Spiel blind. Ich habe keine Ahnung, was mich so noch jetzt erwartet. Wie lange das noch irgendwie geht. Oder, ja. Wie viele Missionen dann noch kommen oder sonst irgendwas. Aber das ist ja gerade der Reiz an dem Spiel. Warum sie ständig irgendwas vorspoilern und alles drum und dran? Meiner Meinung nach nimmt das dann auch den Spielspaß weg und die Spannung weg. Also ich weiß nicht, wie das bei euch zum Beispiel ist. Ja. Spoilert euch vor und sagt dann, okay, ich guck mal, was mich so erwartet und spiele das Spiel dann. Oder sagt ihr, nö, ich guck mir das Spiel gar nicht an, sondern einfach spielt, machst wie du, einfach blind rein und gucken, was dann erwartet. Ach, wir sind hier wieder. Ach, wir sind hier oben in dem Lager nochmal. Das, was wir da, ja, ausgeräuchert haben. Beziehungsweise, was überfallen wurde. Und jetzt gehen wir runter. Den Weg kennen wir ja schon. Den sind wir ja in der letzten Folge unter anderem gegangen. Das ist unten das Lager von den Banditen. Da, wo war die Kanupa? Kanupa hieß sie. Diese Pfeife da gefunden haben, beziehungsweise wieder beschafft haben. Wo die Jungs da auseinander geholt haben. Die liegen nämlich immer noch hier. Wie ihr das gerade seht. Ihr seht ja rechts diese Kreuzchen. Das sind immer noch die Leichen. Da müsst ihr ja euch nur die letzte Folge angucken. Ein Raubtier macht mich halt nervös. Das ist definitiv links irgendwo. Ja. Wir gehen mal, ziehen mal gerade ein bisschen dran. Wenn ich ehrlich bin, weil ich jetzt... Ich will jetzt da irgendwie in die Nähe dieses Raubtiers rennen. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, was das ist. Das könnte Wildschwein gewesen sein. Das dürfte ein Wildschwein gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, wer das jetzt gerade war. Oder was das vor allen Dingen war. Nö, keine Lust. Ich habe teilweise auch mit schlechten Erfahrungen gemacht mit so Leuten. Wie gesagt, in einer Folge hat mir einer versucht, mein Pferd zu klauen. Und das vergesse ich nicht. Warte mal. Der Kenner des Dead Eye ist leer. So, das nehmen wir mal mit. Ja, ich komme immer auf die falsche Taste. So, was haben wir hier? Ist der komplett wieder her. Und benutzen wir also. Blup. Hallo. So, jetzt sind wir wieder voll. Jetzt sind wir wieder voller Kräfte. Und dann geht's WD. So,
sind wir gleich wieder, sind wir gleich da, oder? Was ist denn das überhaupt noch? Jetzt kann ich, jetzt komme ich auf die richtige Taste drauf. Ja, wir sind gleich da. Da unten ist er. Und er hat Verstärkung mitgebracht. Scheint eigentlich mal wieder eine Folge zu sein, wo ein bisschen Action drin ist. Moin. So good of you to join us. What's going on? Rebellion. The smell of cordite. Lieblingssöhne. It is a beautiful thing. What are y'all doing? An eye for an eye. We didn't start this, Arthur. They did. We? This ain't our fat. It surely is. Whatever it is you're planning, it ain't a good idea. They want you to fight. Nobody will be killed. We're just gonna trap a few of them in the valley, disarm them, tar and feather them, and remind them to leave these boys alone. You have energy for pranks? Come on, Arthur. Just tweaking Uncle Sam's nose a little. I need you to help me. Besides, it's perfect. People will see these boys. They won't notice us, and they'll think we're gone. Everyone will blame everything on the Indian problem, and we'll disappear up the river. But first, we need to trap them in this pass. Help me dynamite up these trees. So, you're using... Folge unser Freund Dutch. No, sir. No. Never. But it is mutually beneficial to draw attention to one problem and a veil over another. These are good people, but their situation is real complex. We ain't helping them. Sure we are. Come on, let's get this done. Okay, okay, okay. Nimm die Spule. Aufheben. We don't have a lot of time. The patrol should be coming in a few minutes. Okay. Hurry, Arthur. I'll plant the dynamite, you run the wire. We'll keep lookout from up here. Ja, danke für die Information, dass wir zumindest Leute haben, die ein bisschen aufmerksam sind. Zündschnur anbringen. Ach, wollte gerade sagen, machst du es nicht oder machst du es doch? Except for some of that dynamite you and Bill commandeered in Van Horn. Good work with that, by the way. Bill played drunk. The perfect man. Ach, der Wagen, der war der überfallen haben in der vorletzten Folge, glaube ich. So, bringen wir nochmal Zinschauern. Da gibt's doch mal heute einen Krach, bumm, wie bei der Brücke. Vor einigen Folgen. Ich krieg die Folgennummer nicht mehr zusammen, aber es ist ja auch, wie gesagt, relativ egal. So, you finally got to see Colm Hanks. Yeah. After all those years. Das war lustig. Oh, but it was worth the wait. See? We're tying up the loose ends, Arthur. One by one. So. Die Rolle ist gleich leer, ne? Aber ich glaube, dann ist es auch der letzte. Okay, let's go, Arthur. Jo, machen wir. Ich glaube, ich geht ja gegen das Militär. Aber könnte auch gegen die Bande gehen, die da den einen oder die anderen überfallen haben. Den fallenden Regen. Die beiden Jungs haben wir ja in der Folge ein neuer Freund kennengelernt. Ich weiß gar nicht, welche Folge. Ja, ja, irgendwo Folge 60 rum. 61, glaube ich, war es. Aber wie gesagt, ist auch egal, letztendlich. Die Folge hat ein neuer Freund, aber ja, müsst ihr sonst mal gucken. Ich meine, es wäre um Folge 60 rum gewesen. Kurz vorher, kurz nachher. Mein Spotter will let us know, when they're near. So. They're coming now. Ah, damn. The
patrol's a lot larger than we thought it was gonna be. Don't worry. That's a good thing. Okay, that's the signal. Here they come. Stay low and quiet. You sure you don't want me to man that plunger, Arthur? No. I got it. Oh, remove the weight of the world from your shoulders for a minute. Like I said, we're just going to give them a bit of a scare. There they are. Looks like more than we thought. It's fine. We're only here to talk. Ja, wie viele sind wir denn da? 4, 5, 6, 7, 8. Sehe ich das richtig, dass es 10 sind? 10 oder 11? 11 sind es, glaube ich, sogar. Everyone just stay calm. We've got the upper hand here. Okay. Und kabumm. Put your hands up. You're surrounded. Nobody need get hurt. Your humiliation of us has gone on quite enough. This ain't a good idea. Put down your guns. You are making a mistake, boy. No. You're making a mistake. Put your hands up, soldier. Take a little humiliation and leave these fine folks alone. Who are you? A concerned citizen. Is that so? What now? Ach du Scheiße, da kommt noch mehr. No, not quite yet. Soldier, you and your friends gonna tuck tail and run off? Run! Excuse me? I'm getting bored of this. Your friends fired first, soldier! My father won't be happy about this! He fired first, son! Watch your head! Der ist tot. Der auch. Ich glaube, den Typen, den wollte ich immer haben. Der auch direkt. Der ist auch tot. Klatsch, der ist tot. Den hat's erledigt. Den auch direkt mit. Oh, die sind hinter uns, Jungs. Den hat's auch noch im Flug mitgenommen. Gute Nacht. You fools, you damn fools, it's the army. Gott sei Dank haben wir das auch erledigt. All of you, take what you can, and then we move out. Move now. We have to move now. Ja. Search these men quickly, then we move. This is crazy. Plündere die Leichname der Soldaten. Ach, wir sollen plündern. We need anything my father can use to strengthen our case. Cool, dann dürfen wir jetzt eine Runde plündern. Find anything? Yes. Some poor fool from New Jersey. These boys ain't the problem. They're only kids. Keep looking. Was war zur Hölle war das? Da. Ach, da oben ist irgendwas mit einer Kanone oder so. Den hat's erledigt. Die Kanone ist tot. Where's Peter? Well, we're sending riders from the fort we need to leave. But where's Peter? Was he killed? He's alive. Well, that went just about according to plan. I'm trying.
I'm trying, Arthur, with everything I have, and I will keep trying, and you'll keep doubting me, and we'll keep failing. It ain't like that, Dutch. Look at me. Look at me! I'm just... This ain't how we do things. I know. Scheiße. Oh. We should go. Where's Eagle Flash? Run, son! Run! Come on! This area is gonna be crawling with soldiers. Definitiv, deswegen weg hier. We gotta leave now. What about Eagle Flies? We gotta go, Arthur. Come on. We need to ride hard. Stay with me. Yeah. Wir Dutch X gedrückt halten, dann kann man auch. Ich will immer zur PS4-Version für die Leute, die fragen. Das habe ich, glaube ich, eigentlich mal als Face auch gesagt gehabt, aber wie gesagt, es kann auch mal untergehen. Also, wie gesagt. Alter, wir legen uns ja wirklich mit Gott und der Welt an. Jetzt auch noch mit dem Militär. Ja. Der ist tot. Wunderbar. So, die Jungs sind weg. Da kam aber noch mehr. Zumindest erstmal los. Ich muss weg. Scheiße. This is it. This. Well, Arthur. Put your hands up. I said, put your damn hands up. Okay. Das sind ziemlich viele. Okay. Follow my lead. I got a plan. This is a good one. Hello, officers. You keep them hands up and come here. Put your hands up. Hello, Captain. Keep your hands up and come here. Come here. We can't do that. Der will nicht da runterspringen, oder? Those men they killed? They were good men. You're fighting nature, Captain. Get over here. Ask my friend here. My whole life I tried to fight change. It's a waste. I see that now. It's waste. You can't fight nature, Captain. You can't fight change. You can't fight gravity. Und tschüss.
Doch, tut er. Alter, wie viele das einfach sind, ja. So, wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie heile durchkommen. Schwimme zu Dutch. Jawohl. Escape from chaos. Eagle flies must have been taken. Taken or killed. Well, we can't go find out. No, not now. Charles, we'll send them. Where is he? He's probably back at camp. Let's split up. I'll go tell him. You rest up. Keep a lookout. We are gonna make it, brother. I can feel it. Faith, Arthur. Have faith. So, Lieblingshöhner, die Mission ist erledigt. Ja, die nächste Mission ist gar nicht mal so mega weit weg. Das ist da oben. Gott sei Dank. Captain von wo ist die nächste Stelle? Aber das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge dann bei Let's Play Red Dead Redemption 2. Und dann, ja, würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.